Okay, hier haben wir im vorherigen Video aufgehört und haben uns bisher mit ganzen Zahlen beschäftigt. An Typen für ganze Zahlen gibt es in Java Shorts. Es gibt Integer, Int. Und es gibt Long. Das sind die Datentypen für ganze Zahlen. Kommentare in Java mache ich auch mit zwei Slashes. Ganzzahlige Datentypen. Und die unterscheiden sich nur darin, wie groß die Zahlen sein können, die sie aufnehmen. Also in Short passen kleine rein bis 2 Byte, in Int passen mittelgroße rein bis 4 Byte und in Long passen lange rein bis 8 Byte. Das gleiche gibt es für Fließ, Kommazahlen. Da gibt es dann Float und Double als Fließkommazahlen. Und es gibt Zeichenrepräsentationen gibt es Character, also sowas wie C, nicht? Also wenn ich da wirklich einen Datentyp reingeben wollen würde, dann müsste ich C reinschreiben. So, wenn ich jetzt CD probiere, dann sagt mir Java hier eine Fehlermeldung und sagt mir, da sind zu viele Zeichen in deinem Literal drin. Das ist ein Character, das repräsentiert genau einen Buchstaben. Das ist eine Fehlermeldung. Das ist genauso, wenn ich jetzt hier oben probiere, in einen, in einen Double würde es gehen, ne? Da kann ich 1,1 reinschreiben oder 1,2 oder was auch immer. Und wenn ich jetzt in so einen ganzen Datentypen reinschreiben würde und probieren würde, da eine Fließkommazahl reinzutun, das würde ja auch nicht funktionieren. Da sagt er mir jetzt, das sind inkompatible Typen. Es wird ein Integer erwartet, also eine ganze Zahl, aber ich stecke da gerade Fließkommazahl rein, das funktioniert ja nicht. Na, das heißt, ich muss hier eine ganze Zahl rein tun. Genauso ist es bei Characters auch. Dann gibt es noch Strings. String. Ein String ist eine Zeichenkette. Also hier kann ich beliebig viele reintun. So. Und was es im Endeffekt ist, ist ein String. Ist ein Array, also eine Sequenz von Charakteren. Und die kann ich auch umwandeln. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, auf meinem S-Punkt, also auf meinem String, den kann ich in ein Character Array transformieren. Was es genau ist und wie das genau funktioniert, schauen wir uns später an. Nur wichtig für euch ist, ein String ist eine Sequenz von Zeichen im Endeffekt. Und das Schöne dabei ist, die könnte ich jetzt auch alle in mein System-Out reintun. Na, ich könnte jetzt hier sagen, okay, S1 habe ich noch nicht zugewiesen, nur deklariert, aber das könnte ich jetzt ausgeben. Genauso wie ich jetzt sagen kann, S, ne? Also Zeile duplizieren, Ctrl-D, wenn ihr möchtet. So, und dann lasst uns das mal ausgeben. Zack. So, also wir haben jetzt oben noch unser Hallo, 10 und 11, das sind die hier, so, die ignorieren wir jetzt mal. Und dann unsere drei System-Out-Printline, I1 wäre 1, Zeichenkette 123123, das wäre das hier. Und das D1 wäre die 1,2. Die kann ich in System-Out-Printline reintun. Aber warum ist das so? Das zeige ich euch. So, wenn wir uns jetzt das hier anschauen in unserer Auto-Vervollständigung, dann sehen wir hier System-Out-Printline, die Methode Printline. Die gibt es für verschiedene Datentypen, nämlich einmal für Integer, für Character, für Long Float, Character Array, Double String, Boolean. Boolean haben wir uns noch nicht angeschaut, machen wir gleich, Entschuldigung. Und Object. Object kommt ganz viel später. Das gucken wir uns später an. Aber Boolean. Boolean haben wir vergessen. Und zwar den Boolschen Ausdruck. So, Boolean. Nicht true oder true oder false. Nicht, also ein booter Ausdruck. Oh, F1 float gibt es schon.
Bools ein. Boolean True und Boolean False. So, das gibt es natürlich auch, ne? Da könnte ich jetzt Boolean True 1 rein. Generell, ich habe jetzt sehr kurze Variablen-Namen benutzt. In der Praxis ist das keine gute Idee. Also auch wenn ihr mich jetzt hier seht, kurze Variablen-Namen zu verwenden, bitte, wenn ihr später Software schreibt, selbst sprechende Namen, zum Beispiel wie Boolscher Wert True. Wahrscheinlich eher sowas wie Boolscher Wert 1 oder sowas. Okay. Und das kann ich dann auch ausgeben. Gut, das sind die wichtigsten Datentypen, die wir für Java benötigen. Im nächsten Video schauen wir uns jetzt arithmetische Operationen an und Modulo rechnen. Also wir wollen jetzt mit unseren Daten wirklich ein bisschen arbeiten und auch ein bisschen Modulo rechnen, ein bisschen If-Anweisungen benutzen, dann in der RAUF-Video und dann ein bisschen mehr reinkommen. Aber das erzähle ich euch gleich. Bis dahin.